Ey Leute, ich finde das richtig klasse. Heute darf ich mal wieder in meiner Paraderolle als Oberhammer Wachtmeister mitmachen. Danke, Vati, das ist meine Lieblingsrolle. Jetzt ist aber Schluss, Freundchen. Du dachtest wohl, dass du einfach bei uns einbrechen kannst. Wir haben deine Bilder auf den Überwachungskameras gesehen. Denkst du, wir sind dumm? Ich bin noch ein kleines Kind und ich bin sogar hier reingekommen. Ja, das werden wir sehen. Du wirst eine gerechte Strafe bekommen. Du stellst jetzt hier hin. Hier ist deine Gefangennummer. Muss jetzt wirklich ein Foto machen. Jetzt bitte lächeln. Oberhammer, das sind offizielle Gefängnisbilder. Da darf man nicht lächeln. Ja! Leute, was geht ab? Mein Name ist Vati. Leute, heute machen wir wieder ein richtig krasses Video. Und zwar, Leute, ist dieser kleine Junge einfach in unser Studio eingebrochen. Dafür muss er jetzt 24 Stunden in diesem Lego-Gefängnis hier verbringen. 24 Stunden ist doch eine Ewigkeit. Nein, das hast du verdient. Du bist in unser Studio eingebrochen. Hast du es vergessen? Dieses Gefängnis ist aus Legostein. Hier komm ich locker raus. Locker raus? Okay, ich zeig dir's. Ja, komm, mach mal. Die Legosteine halten bestimmt nichts aus. Sicher? Sicher. Hätte ich was schaffst, aber dann hätte ich das aufschneiden können. Das Gefängnis ist ja wirklich stabil. Hier komme ich niemals raus. Vati, hol mich hier raus. Leute, ich habe mal in die Akten von diesem Jungen hier reingeschaut. Der Junge war nicht mal Abonnent von diesem Kanal. Vielleicht lasse ich ihn noch länger da drin sitzen. Hier stehen so viele Namen, so viele, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Leute, falls ihr kein Verbrecher sein wollt, dann abonniert diesen Kanal, Freunde, und macht den roten Abonnierbutton grau. Und gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt. Ich spreche dir aus. Vati, hörst du mich? Ich bin gleich hier draußen. Was redest du da? Du bist doch noch in deinem Gefängnis. Du bist gar nicht ausgebrochen. Vati, sonst wärst du niemals hingekommen. Mir ist richtig langweilig. Das hättest du dir überlegen müssen, bevor du versucht hast, hier einzubrechen. Weißt du was? Ich gehe jetzt zurück auf meinen Platz. Warte. Ich kann mich mit jedem von euch anlegen. Bring mir deine schwierigsten Challenges. Ich werde die alle schaffen. Was? Du und Challenges? Das schaffst du niemals. Bring mir doch deine Challenges. Ich werde dir das beweisen. Okay, wir machen's. Und ich habe schon eine Idee für die erste Challenge. Leute, ich werde es schaffen, ich werde es euch beweisen. Du willst eine Challenge? Die kannst du haben, Kleiner. Wie du hier siehst, habe ich hier ekligen Spargel, trockenes Knäckebrot, ekelhafte Alien-Eier und Kinderüberraschungseier. Das will ich haben. Du rollst gleich die Cola-Dose auf diesem Tisch und wo die Dose stehen bleibt, das musst du dann essen. Das heißt, wenn die Dose bei der Schokolade stehen bleibt, habe ich gewonnen? Das wird sowieso nicht passieren, denn es wird auf diesen ekelhaften Alien-Eier stehen bleiben. Okay, ich werde die Dose jetzt dahin rollen. Nein. Du wirst sie schön dahin pusten. Pusten? Ja, pusten. Ja, was aber Spargel. Ja, Spargel. Was? Du freust dich? Ja, natürlich. Na dann, guten Appetit. Ich hab mir das viel leckerer vorgestellt. Wenn das schon schlimm war, dann pass auf die nächste Aufgabe auf. Aber für die nächste Challenge muss ich richtig viel vorbereiten, Freunde. Und ich kann den Typen hier nicht alleine lassen. Herr Oberhammer, komm sofort hier hin! Melde mich zur nächsten Wachtmeisterparty! Du musst doch nicht so schreien. Ach so, okay, ja. Ich bin da. Alles klar, also du passt jetzt auf den Typen hier auf und ich gehe die nächste Challenge vorbereiten, okay? Moment. Auf den hier? Oh mein Gott, Leute, der Junge hat Tattoos. Das heißt, das ist ein richtig harter Kerl. Der ist doch gefährlich, Vati. Also gut, Leute, es führt kein Weg dran vorbei. Jetzt muss ich auf diesen kleinen Jungen aufpassen. Aber ich habe schon ein bisschen Angst. Ich glaube, er ist zu gefährlich. Ich brauche jetzt mal meine Spezialwaffe. Mir wird das zu gefährlich. Vati hat gesagt, ich muss aufpassen. Also passe ich jetzt auf. Wenn ich dich ärgern würde, würdest du dich dann wehren? Ja klar. Was sind das denn für Fragen hier? Hast du meine Waffen nicht gesehen? Sind Sie ein echter Wachmann? Wieso fragst du denn? Das ist doch... Was ist denn für eine blöde Frage? Oh mein Gott. Bitte nicht schießen. Nicht schießen. Ich kann dich nicht rauslassen. Vati hat den Schlüssel. Ich schwöre, wirklich. Dann bleibt mir keine andere Wahl,
Hasta la vista. Tschüss, Herr Obama. Nein! Was ist das? Das ist ja so ein billiges Teil. Das ist eine Spielzeugpistole. Da kommen ja nur Geräusche raus. Du hättest mich also wirklich abgeschossen? Was ist denn hier los? Nichts. Hä? Hast du da gerade deine Waffe? Nein, natürlich nicht. Hä? Stimmt das? Das war doch nur Spaß. Der Junge ist brandgefährlich, Vati. Ich hab dir das gesagt. Wie kannst du dir von einem kleinen Kind sowas gefallen lassen? Was ist los mit dir, Obama? Der hat sogar Tattoos. Das ist ein richtig harter Kerl. Du bist doch nicht ganz dicht. Du bist ein Polizist und kein kleines Kind. Du hast gesagt, der Job ist einfach. Weißt du was, Herr Obama, das reicht mir mit dir. Geh wieder zurück in dein Büro. Ich will jetzt auch eine Pause, weil der Junge ist brandgefährlich. Okay, junger Mann, jetzt das gleiche Spielchen, aber nicht mit einer Dose, sondern mit einer Toilettenrolle. Vati, das sind doch nur Soßen auf dem Tisch. Soll ich die etwa aufessen? Nein, nein, nein. Du kriegst die auf dein Gesicht. Oh nein. Oder du schaffst es, auf dem Handy zu landen. Dann darfst du 5 Minuten mit meinem Handy verbringen. Ja, Broster! Ups, es ist Sam! Leute, das ist der Sound eines Losers. Gibst du schon auf oder willst du weitermachen? Nein, ich gebe nicht auf. Ich will das Handy. Was? Handy? Endlich, Brosters! Ja! So, das reicht. Die Minute ist zu Ende. Das war's, das war's. Du hast 5 Minuten gesagt. Ist mir egal, es reicht. Nein. So, du wirst jetzt das Kind überwachen und ich bereite die nächste Aufgabe vor, okay? Du willst mich doch umbringen. Du wirst ihn jetzt überwachen, okay? Du hast doch gesehen, wie gefährlich er ist. Hier hast du Handschellen und eine Fußfessel. Der Kleine hat jetzt Freigang, okay? Okay, danke, Vati. Damit wird es wohl gehen. Und wer? Du verlierst ihn aus den Augen. Muss die Fußfessel sein? Ja, das ist Vorschrift. Du musst ja echt vor mir Angst haben. Ich hätte dich auch so hier rumlaufen lassen. Ich meine, guck mal in den Spiegel. Du bist doch ein halbes Hemd. Wetten, ich bin stärker als du. Das wollen wir ja mal sehen. Jetzt pass mal auf, Junge. Ich zeig dir das mal. Geh mal einen Schritt zur Seite. Na, dann mach mir das mal nach. Niemand toppt den wahren Herrn Oberhammer. Lächerlich. Mach doch noch 2 Gewichte dran. Na gut, du willst es ja so. So, der wird sich so alle Knochen brechen. Pass jetzt auf, Opa. Das, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Wie macht der das nur? Der isst bestimmt nur Spinat, wie Popeye. Boah, Freunde, Gemüse bringt echt was. Immer viel Gemüse essen. Ha, da guckst du blöd, ne? Das muss vom Gemüse kommen, Leute. Hier, versuchst du es doch mal. Mach mal wieder Yoga. Mann, ey, die Jugend von heute. Was ist denn hier los? Was machst du da? Nimm mal die Arme weg. Hilf mir mal, Vati. Komm schon, renn schnell rein mit dem. Was macht denn hier draußen? Der Junge hat Superkräfte. Schnell wieder rein mit ihm. Junge, ich hab keine Lust mehr. Du kannst ja selber auf den aufpassen. Okay, Gefängnisinsasse, bist du bereit für deine nächste Challenge? Welche Challenge hast du denn vorbereitet? Wie du hier siehst, haben wir eine Jenga Fortnite Edition. Wir müssen nacheinander Steine von diesem Turm hier rausstapeln und auf das Dach hier drauf tun. Also das spielen wir jetzt? Ja! Was muss der Verlierer machen? Der Verlierer, der bekommt eine tortige Überraschung.
deine Bestrafung. Hier hast du deinen Kuchen wieder. Danke. Bitte. Ey, Vati, ich hab dir gesagt, das wird keine leichte Nummer. Was sollen wir mit dem Jungen jetzt machen? Ich hab schon alles probiert. Da würde ich sagen, erstmal Mittagspause. Wie kannst du schon jetzt wieder ans Essen denken? Ich habe mir doch wohl eine Pause verdient. Was hast du denn gemacht, dass du eine Pause verdient hast? Ich hatte eine richtig krasse Challenge mit dem Jungen. Mit so einem mega schweren Gewicht. Und er hat mich einfach niedergemacht. Wann warst du denn das letzte Mal in einem Fitnessstudio? Guck mal, was du isst. Ist das eine Süßigkeitenpizza? Was ist das? Wir hatten keine andere. Weißt du was, Herr Obama? Was denn, Vati? Das reicht mir. Ich werde jetzt die letzte Challenge auspacken. Jetzt musst du aufgeben. Ich drück die Daumen, Leute. Aber esse in Ruhe erstmal weiter. Okay, die letzte Challenge. Wenn du das schaffst, dann bist du frei. Wenn du es nicht schaffst, kriegst du die schlimmste Bestrafung, die du dir je vorstellen kannst. Was für ein Spiel spielen wir denn? Und zwar, Leute, spielen wir Vier gewinnt. Aber nicht normales Vier gewinnt, Freunde, sondern Vier gewinnt Action. Du hast ganze 10 Bälle vor dir. Was deine Aufgabe jetzt ist, dass du die 10 Bälle in diesen Korb hier reinwirfst und versuchst, eine Viererreihe in einer dieser 1, 2, 3, 4, 5 Spalten zu machen. Hahaha, das ist ja scheinbar. Mit meinen ersten 4 Bällen werde ich doch sowieso gewinnen. Das werden wir sehen. Na dann los. Oh, der hat mich getroffen. Ah, das war's schon. Das war's schon. Hast du etwa verloren? Dann würde ich sagen, mach dich schon mal bereit für deine Bestrafung. Okay, Leute, jetzt ist es endlich Zeit, den Häftling zu bestrafen. Wir haben hier eine Auswahl an verschiedenen Gegenständen, womit wir den Häftling abschmeißen werden. Und Häftling, bist du bereit? Leute, ich muss ausweichen können. So, Leute, als erstes der Baseball. Oh, das wird knapp, Leute. So, Leute, jetzt der Basketball. Du bekommst es zurück. So, Leute, jetzt der Spargel. Ist das Spargel? Leute, jetzt das Überraschungsei. Wow, was war das denn? Leute, gibt euch das, der Vati hat einfach ein Überraschungsei reingeworfen. Mal gucken, was da drin ist. Da ist ein Schlüssel drin. Leute, ich kann bestimmt mit diesem Schlüssel die Gitterstäbe aufschneiden. Das ist meine Chance, Leute. Leute, als nächstes ist Slime dran. Ist das Slime? Leute, diesen Rüpel haben wir es gezeigt. Dann würde ich sagen, Freunde, falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Ey, Leute, wisst ihr, was mir am meisten gefallen hat, als er dieses Senf im Gesicht hatte? Ey, das war so gut. Ey, Vati, du bist so gut. Ey, Vati, was ist denn mit der Zelle passiert? Was? Wo ist der Junge? Oh mein Gott, Herr Obama, wo ist der Junge? Du solltest doch auf ihn aufpassen. Komm, komm, bitte.